Mathematik für Naturwissenschaftler präsentiert eine alte Klausuraufgabe. Diesmal geht es um die Aufgabe 9 der Klausur aus dem Wintersemester 17/18 und die gucken wir uns gleich mal im Original an. Also sei Phi eine reelle Zahl, n eine natürliche Zahl und zu zeigen ist, dass diese wilde Summe hier gleich dem Kosinus von 2n Phi ist. Hier in der Summe tauchen irgendwelche Binomialkoeffizienten auf, dann so ein Faktor, der das Vorzeichen wechselt, je nachdem, was der Summationsindex ist. Hier gibt es einen Sinus hoch 2 Nü, einen Kosinus hoch 2n minus 2 Nü. Also viele trigonometrische Funktionen, eine Binomialkoeffizienten und so weiter. Das ist jetzt keine Aufgabe mit irgendeinem Standardlösungsweg, das ist die Aufgabe, über die man anfängt nachzudenken in der Klausur, wenn man die Standardaufgaben, die Rechenaufgaben bearbeitet hat. Ja, und was könnte einem dann einfallen, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken? Hier auf der linken Seite kommen wir so ein bisschen auf die Idee, dass eine binomische Formel vorkommen könnte, wobei es nicht ganz danach aussieht. Da müssten wir ein n über ν haben. Hier haben wir ein 2n über 2ν. Und genauso auch hier bei den Exponenten haben wir nicht ein hoch ν, sondern ein hoch 2ν. Na gut, wir könnten sagen, das ist Sinus Quadrat hoch ν, ne? Und Cosinus Quadrat hoch n minus ν. Also es sieht so ähnlich aus wie Binomi, aber nicht ganz, vor allem weil eben hier die Binomialkoeffizienten nur so in Zweierschritten kommen. Also da kommen nur die mit dem unteren Eintrag einer geraden Zahl vor. Es fällt uns sonst noch auf, wir sehen alle möglichen trigonometrischen Funktionen und wir wissen, mit trigonometrischen Funktionen kann man rechnen, aber man hat meistens mehr Spaß, wenn man statt der trigonometrischen Funktionen eine komplexe E-Funktion verwendet. Das hilft oft auch in Aufgaben, in denen, so wie hier, überhaupt nichts Komplexes am Anfang vorkommt, gar kein I, hilft das eventuell trotzdem weiter. Also probieren wir das mal. Wir starten einfach mit dem, ups, mal ein bisschen dicker den Stift. Wir starten hier mit dem Kosinus von 2n Phi. Machen wir das ruhig ganz nach oben. Und sagen, gut, das ist doch der Realteil von e hoch 2 i n phi. Ja, der Kosinus ist der Realteil der komplexen e-Funktion. Gut, und jetzt schreiben wir das als, na, das wollte ich nicht, jetzt schreiben wir das als den Realteil von e hoch, sagen wir i Phi, ja, das erste sollte ein i sein, und das nochmal deutlich, so, voilà. I Phi hoch n. Also erst hoch n nehmen und dann den Realteil bilden. Ah, nicht hoch n, sondern, was steht hier? Hier steht ein 2in Phi, das heißt, wir müssen das e hoch i Phi hoch 2n nehmen. Fehlt also hier noch eine 2. Gut, jetzt haben wir schon irgendwas hoch 2n. Das heißt, jetzt haben wir eine Chance, dass uns irgendwie ein Binomi gleich weiterhilft. Jetzt schreiben wir das mal aus, damit wieder nachher die Sinus- und Kosinusterme vorkommen. Das ist der Kosinus von Phi plus i mal der Sinus von Phi und die hoch 2n. Okay. Wenn wir jetzt den Binomi verwenden, dann bekommen wir tatsächlich so eine Summe, die von ν bis zu dem Exponenten hier oben läuft, bis zu dem 2n. Das hat schon mal so ein bisschen, geht schon in die Richtung von dem, was wir haben wollen. Jetzt entsteht hier aber ein 2n über ν und dann ein, sagen wir, i hoch ν, Sinus hoch ν von Phi, machen wir da mal eine Klammer drum,
und ein Cosinus hoch n minus nü von Phi. Nein, schon wieder eine 2 vergessen. 2n minus nü. Ne? Wir rechnen insgesamt, haben wir ein Binomi, irgendwas hoch 2n. Also muss hier, hier und hier ein 2n stehen. Gut. Jetzt haben wir Binomi verwendet. Und jetzt müssen wir wieder den Realteil bilden. Und da ist entscheidend dieser i hoch nü Term hier. Der ist ja abwechselnd reell und imaginär. Wenn wir den Realteil bilden, dann brauchen wir nur jeden zweiten Term in dieser Summe hier. Schreiben wir das mal hin. I hoch nü, das ist gerade dann reell, wenn nü eine gerade Zahl ist. Also bilden wir den Realteil, indem wir in dieser Summe hier nur die Terme mit geradem Nü behalten und die mit ungeradem Nü wegschmeißen. Das können wir so machen. Wir schreiben hier eine Summe von Nü von 0 bis n hin, statt bis 2n. Und jetzt müssen wir überall, wo hier vorher ein Nü stand, hier, hier, hier und hier, an diesen gelb markierten Stellen, da überall müssen wir jetzt ein 2nü hinschreiben. Denn dann haben wir gerade die jeweiligen geraden Terme. Dann laufen wir auch von 0 bis 2n mit dem Nü, aber in Zweierschritten. Also machen wir das. Markierungen weg. Jetzt steht hier 2n über 2nü. I hoch 2nü. Sinus hoch 2nü von Phi. Cosinus hoch 2n. Minus 2nü von Phi. Ja, und was ist i hoch 2nü? Das ist ja i Quadrat hoch nü. I Quadrat ist minus 1. Also ist dieser Teil hier ist gerade minus 1 hoch nü. Und wenn wir das jetzt vergleichen, das ist genau der Ausdruck, den wir hier oben haben wollten. Hier ist das minus 1 hoch nü. Die Sinus-Cosinus-Terme, die Binomialkoeffizient, kamen auch genauso raus, wie sie hier oben drin stehen. Und damit sind wir durch mit der Klausur. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.